Jungs, du hast Glitzers von Crown Crew. Für die, die bei der PC Crown Crew dabei sind oder auf dem PC auch mit drei spielen, dort erscheint ein neuer Patch erst gerade rausgekommen, wo irgendwie Veränderungen bei der FMG hat sollen bewirken. Kann das irgendjemand bestätigen? Hat sich dort irgendetwas verändert? Die Versionsnummern sind Dinge 1, 5, 3, 8, 7 sein. Aber was noch viel, viel krasser ist, scheint es, haben sie jetzt zuerst mal 5 und dann nochmal 5 neue Prestige Levels aktiviert, eingeschaltet, wie auch immer. Das heisst, 10 ist jetzt nicht fertig, sondern es geht nachher von 11 bis 15 und sollte nachher in einem zweiten Abschnitt von 16 bis 20 gehen. Sie haben sich nicht einmal neue Embleme einfallen, die Trotteln, sondern einfach nur toten Köpfe mit den Flügeln genommen und dann die römischen Zahlen 1 bis 10 draufklatscht. Ich finde es so eine Frechheit. Vor allem habe ich mich so gefreut, endlich letzter Prestige, endlich nicht mehr das Zeugs wieder alles holen. Darum weiss ich jetzt nicht genau, ob ich überhaupt so weitermachen soll. Aber ja, kann das jemand bestätigen, PC-mässig? Wäre noch froh fürs Feedback. In der Beschreibung ist der Link zu einem Artikel. Schönen zusammen.